So, herzlich willkommen zurück und lol. Wow, genau 360 Gigabyte oder Gigabyte freie Festplattenspeicher. Lol. Ja, genau. Wir kommen zurück. Herzlich willkommen zu was? Egal. Minecraft Creative Server Let's Play. Yay. Ja. Dinge sind geschehen. Ich habe ein bisschen sehr viel rumgebastelt, also privat jetzt auf dem Creative Server, ne? Hab da wieder ein bisschen rumgeschissen. Genau. Also. Kann ich mich direkt mit Wolke anmelden? Nee, mal lieber nicht. Da verderbe ich nur wieder den ganzen Spaß. Wenn ich da quasi direkt reinplatze in meine Baustelle. Ich bin nämlich quasi direkt in dem Projekt drin, also von der Position her. Nicht von dem Baufortschritt. Da bin ich fertig. Jetzt komm. Hab extra davor alle Minecraft-Server also neu gestartet. Sollte also alles gut funktionieren und die CPU sieht auch gut aus. Gerade mal zur Hälfte ausgelastet mit Aufnahme. Das geht. So, ja genau. Wir waren ja hier bei unserem wunderschönen Projekt. Darauf habe ich gerade keinen Bock mehr. Also gehen wir mal zum Spawn. Und ich sollte mir mal langsam aufschreiben, in welche Richtung immer das Ding ist. Ich glaube in die Richtung immer. Dann gehen wir einfach mal los. Schnabulieren wir jetzt mal was hier. Wir sind ja schon wieder fast am Rohr hier. Was ist denn los? Ich könnte mir auch mal direkt am Hotel zum Spawnpoint setzen. Wie viele habe ich denn bereits? Homes. Ah, scheiße, ich habe von 3. Bad. Home, Farm, Bed. Warum habe ich eine am Bett? Was für ein Bett? Was läuft falsch in meinem Leben? Was für ein Bett? Also zu Hause ist klar, ist das Haus. Gut, die Farm kann ich löschen. Das war, ne, damit wir da nicht immer so hin und her laufen müssen. Aber was ist Bett? Was für ein Bett? Warum habe ich einen Speicherstand, ein Hotpoint, der Bett heißt? Haben wir den hier im Let's Play erstellt oder ist der von irgendwelchen Testereien von mir? Kann ich gerade gar nicht zuordnen. Also so wirklich gar nicht. Wie gesagt, Farm war aus eins der allerersten Folgen, wo wir mit der Farm angefangen haben, ne? Oh ja, mal gucken. Oh, was ist, apropos Farm. Guck mal einer an. Oh, ist ja süß. Hat jemand was Kleines gebaut? Gibt es einen Besitzer? Keine Area, kein nichts, kein gar nichts. Und keine geschützten Kisten. Aber warte mal ganz kurz. Waren wir vielleicht schon mal drin? Das Haus kommt mir jetzt gerade von innen, kommt das Haus sehr bekannt vor. Dann waren wir, ja, doch, es war die, wo ich ein bisschen geplündert hatte. Ich weiß noch nicht mehr, was ich hier rausgenommen hatte, aber irgendwas hatten wir hier rausgenommen. Ich weiß gerade nur nicht mehr, was. Irgendwas zum Futtern. Oder irgendwas zum Einpflanzen oder irgendwie sowas. Irgendwas hatten wir rausgeklaut gehabt. Naja. Okay. Süß. Sehr süß. So. Laut meinem im Kopf-Gehirn-Gedankengang müssten wir eigentlich jetzt geradeaus nur noch laufen. Also, klar. Bäume ausweichen. Das macht Sinn. Oh. Oh. Okay, laufen wir doch noch ein bisschen rechts. Klammer. Also langsam, ne, finde ich das ein bisschen verwirrend hier. Sind wir schon wieder falsch gelaufen? Ich krieg eine Krise. Okay, komm. Gucken wir mal hier. Home. Bed. Was ist das denn? Ah, lol. Okay. Ja, sehr irreführender Name. Warum habe ich das Ding Bett genannt? Kann das wirklich das Bett von überall sein? So, gehen wir mal zu unserem Home.
Und dann muss ich mal gucken, wie geht das? Help. Help. Hör mal. Was hier los? So, home, home, home. Home. Ach da, set home. Del home. Okay, das ist naheliegend. Del home und dann bed und farm. So, die beiden können weg. Spawn. So, und jetzt mal überlegen. Wir waren hier. In welche Richtung sind wir gerade gelaufen? Ah, okay, wir sind gerade in die Richtung gelaufen. Ja. Das war natürlich kompletter Humbug. Irgendwie, wir sind ja in die Richtung gelaufen. Also, hab gerade das Haus da irgendwie mit dem Haus irgendwie gleich gesetzt und dachte, ja, wir müssen beim Haus vorbei. Aber wir sind komplett in die falsche Richtung. Fast komplett. Komplett wäre 180 Grad falsch und wir sind auch nur 90 Grad falsch. Ja. Dinge passieren. Ich hoffe nicht öfters. Wobei, ist ja schon öfters passiert. Ah. Ein schöner Krater. Was denn hier passiert? Ist da ein UFO abgestürzt? Brauchen die einen Pannendienst? So. Ich bin noch echt am überlegen, ob ich hier fürs Let's Play mal die ganzen Shader anschmeiße, so wie hier diese wackelnde Blätter und so ein Dreck. Das Problem ist zwar, das erhöht zwar so die Atmosphäre so im Wald, macht aber so im normalen Gameplay mehr Probleme, als es Vorteile bringt. Weil es halt mit Blätter anvisieren ein bisschen unschön ist. Zweitens sieht es halt ein bisschen komisch aus, wenn die Blätter teilweise in den Baum reinwackeln und wieder raus. Und deswegen, vom Weiten sieht es zwar cool aus, aber vom Näheren betrachten der nicht mehr so cool. Vor allen Dingen halt mit Wasser gibt es dann halt immer Probleme, wenn das Wasser dann quasi, ja, weil bei Wasser hast du dann wirklich Grafikbugs. Aber gut. Ich bin sowieso nicht so der Shader-Typ. Wie gesagt, normalerweise privat spiele ich sogar ohne Anti-Aliasing und ohne Filtering. Filtering habe ich ja hier nur drinne wegen der Aufnahme, weil es damit die Aufnahme besser ist, weil ja, mit Filtering halt keine harten Kanten entstehen. Und die harten Kanten ja dafür sorgen, dass quasi der Videostream von der Größe her explodiert. Ja, und deswegen musste ich leider hier mit Filtering aufnehmen. Aber gut. Das ist ja alles nicht hier passiert. Das erinnert mich gerade an diese. Gott, wie heißt das? Es gab früher mal hier so, ne, dieses typische Ossi-Fraß, so eine Knabber-Waffel-Mischpackung. Da gab es so auch so eine Waffeln, die sahen auch so zweifarbig aus, wo die Enden so Schokolade überzogen waren und dann hier in der Mitte nur noch Waffel war. Daran kennt wahrscheinlich sowieso. Was ist hier los? Kann sein, dass das jemand manuell gebaut hat? Das sieht mir ein bisschen sehr unnatürlich aus. Also, ist sowieso alles unnatürlich, aber das ist extrem unnatürlich. So, da ist mein kleines Bauprojekt. Und wie man sieht. Achso. Ja. Gut, okay, das muss ich nicht. Nee, auf jeden Fall habe ich da unten das hier eben jetzt mit dem Glas gemacht. Und da ist dann Lava. Dies und das und jenes. Das habe ich jetzt gemacht. Aber das ist eigentlich eher das kleinere. Mein eigentliches Bauprojekt, wo ich hardcore stolz drauf bin. So richtig hardcore. Ist das Hotel. Das ist jetzt endlich fertig. Nein, habe ich auch schon gezeigt. Was war denn das? Was wollte ich denn zeigen? Oh, warum sind meine Sichtweite so niedrig? So, aha. Da, schau, oh mein Gott, da kommt es. Holy shit. Oh mein Gott. Oh, von weitem sieht ja auch geil aus. So, von weitem habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ich präsentiere mein Atomkraftwerkkomplex. Ja, ich habe ein bisschen rumgebaut. Hab mal so, ne, wegen ja dieser Technics-Mod, da gibt es ja so verschiedene Sachen, so mit Stromgewinnung, Solarzellen, Ananas und Aprikose.
Und eine davon, hatte ich schon mal erklärt gehabt, ist tatsächlich atomare Energie, also quasi Atomkraftwerk. Und ich war einfach davon irgendwie so privat so gefesselt, dass ich einfach mal sagen wollte, okay, fuck off. Ich baue einfach mal so ein Ding. Und ja, das Herzstück sind quasi diese 8 kleinen Gebäude. Da drin, wer könnte es sich nicht anders denken, sind die eigentlichen Atomkerne, also quasi die Uranstäbe. Und quasi das sind halt die Druckkammern, wo dann hier drin halt das ganze Bambuse basiert. Passiert, klar, passiert. Wie das Ding gebaut wird, kompliziert. Auf jeden Fall, Ende vom Lied. Hier unten kommt dann quasi die Hochspannung raus, also HV für Hochvolt. Kommt die Hochspannung raus. Geht dann über den Dächern. Kann ich fliegen? Ich kann ja fliegen, dabei ja was. Geht über die Dächer. Geht's dann, ne? Wird quasi von allen Gebäuden gesammelt. Hier geht's vierte dazu. Ja, ich hab, das hier soll so ein Kabelmast sein. Es gibt leider keine Möglichkeit, hier zwischen eine Verbindung hinzubekommen. Es gibt nichts, was irgendwie ansatzweise ordentlich aussieht, wo hier wirklich eine richtige Verbindung sein soll. Also stellt euch einfach immer vor, dass diese Stäbe bis hier ganz unten gehen und die Dinger quasi festhalten. Also das soll, wie gesagt, die Leitungsmäste darstellen. Hier wird dann auch wieder umgeknickt. Dann kommt noch der vierte hinzu. Dann haben wir quasi vier. Hier nochmal genau das gleiche. Das ist quasi die B-Reihe. Das ist die A-Reihe. Also Core A1, A2, A3 steht da unten drauf. Und hier ist dann Core B1, ne, hier oben links Core B1, dann nach B2, B3 und B4 ganz hinten. Die Hochspannung wird dann hier in die erste, quasi in das erste Umspannwerk geleitet. Hier ist dann auch die Abzweigung zu den Schaltzentralen, keine Ahnung. Ja, Schaltanlagen, keine Ahnung. Die quasi nur zur Überwachung dienen. Die eigentliche Aufgabe, die wird dann hier weiter unten vorführt. Ernsthaft jetzt? Und zwar geht das Ganze hier runter in eine wunderschöne Trafo. Das Ding sieht einfach so krank geil aus. Ja, genau, geht hier unten in Trafos. In diesen Trafos wird dann die quasi die Hochspannung direkt von den Atomkraftwerken, also ne, da. Von den Turbinen ist ja sehr nicht ganz vollständig, aber angenommen, die Kabels kommen von den Turbinen, dann kommen die halt von den Turbinen. Ne? Das wird dann erstmal umtransformiert in Mittelvolt, also Mittelspannung. Das geht dann hier oben weiter zentral. Aus den 8 Adern werden nur noch 4 Adern, also nicht Adern, sondern Leitungen. Und diese Leitungen, die gehen quasi hier, gehen hier runter. Auch wieder oben, ne, Abzweig zu den Schaltanlagen, hier oben wieder auf dem Dach montiert. Und genau, gehen dann mal quasi hier auch wieder in Transformatoren, die das Ganze denn auf die eigentliche Niedervoltspannung runtersetzen. Niedervoltspannung, klar. Also auf die Niederspannung runtersetzen. Und dann quasi auch nochmal als Abglied hier auch nochmal jeweils dann immer zwei Schaltanlagen. Und dann geht's weg. Wohin es auch immer gebraucht wird. Derzeit gibt es nichts, deswegen die Kabel hier einfach nur so runter, also symbolisch. Ne? Ich meine, das ist keine Schwerkraft, ich habe sie also manuell runtergebaut. Ne? Aber ja, symbolisch hängen die einfach nur runter, weil das Kraftwerk zwar schon fertig gebaut ist, aber noch keine Verwendung hat in dem Sinne. Genau, hier quasi die Masten, die dann irgendwo hingehen. Und ja, das ist quasi mein Bauprojekt, was ich heute so im Laufe des Vormittags gebaut habe. Genau. Warum das hier so gitternd ist, ehrlich gesagt, war das eher ein Unfall. Die Dinger, diese Häuser habe ich so gebaut, dass ich erst komplett einen Mantel aus Stahl gebaut habe und dann im Nachhinein die Fenster reingebaut habe. Dementsprechend die Fenster also bedacht, so wie sie sein soll, dann im Nachhinein reingehauen. Hier habe ich das ein bisschen anders gemacht. Hier wollte ich erstmal nur so die Grundstruktur reinhaben, weil ich halt noch nicht wusste, wie das Ganze später aussehen wird. Ne? Ich wusste noch nicht genau, wie ich die Dinger hier platziere, wie ich die Kabel hier langlege. Ich habe das auch ein paar Mal umgebaut.
weil ich damit immer nicht so zufrieden war. Jetzt habe ich die endgültige Struktur und ja, weil ich halt hier immer ein bisschen umgemodelt habe, habe ich von diesem Außenskelett quasi nur das Nötigste gebaut, damit ich überhaupt wissen, ne, ich was gegenbauen kann zum Beispiel. Und ja, dann war das Ding quasi komplett nackt. Das heißt, es war nur das Ding da, es war nur der hier da, dann hier hoch, ne? Und hier war alles offen, komplett frei. Und da dachte ich mir so, okay, kannst du jetzt, wenn du fertig bist, komplett zubauen, so wie hier. Aber es sieht irgendwie scheiße aus, wenn du dann hier so ganz komplette Blöcke hast. Und dann kam mir so die Idee, okay, es sieht ja eigentlich von außen ultra geil aus, wenn es offen ist. Aber es soll ja auch nicht komplett offen sein, sondern soll ja schon irgendwie eine Schutzverkleidung davor sein. Ah, es gibt ja Gitter, ne? Kann man beides kombinieren. Und deswegen habe ich jetzt über Gitter gemacht. Hier auch, ne, mit Zwischengitter und hier auch so offene Gitter und dies und das und jenes und Ananas. Ja. Mit dem Boden muss ich noch gucken, was ich später mit dem Boden mache. Ich habe das Ganze hier aufgeschüttet, wie man sieht. Genau. Das ist mein kleines, wunderschönes AKW. Der Bereich unten links sieht man es auch. Der Bereich heißt auch AKW. Den habe ich genauso groß gemacht, dass es das hier alles reinpasst. Weil das Problem ist, wie gesagt, diese Atomkraftwerke, die sind scheiß gefährlich. Wenn du die kaputt machst, während die aktiv sind, oder auch im Nachhinein kaputt machst, also egal was du machst, sobald die Dinger, wenn du sie einmal baust und dann einschaltest. Und haben wir No Clip? Ja, wir haben No Clip. Ah, ist aber nicht gesund. Da jetzt reingehen, der werden wir verstrahlt. Egal. Auf jeden Fall, da sieht man es. Da ist der Chor. Und hier hat man. Oha, wir kriegen schon. Oha. Ja, man ist der Strahlung ausgesetzt. Genau, auf jeden Fall haben wir es gerade schon gesehen. Egal, ich gehe doch einfach nochmal rein hier. So, da hat man quasi den Kern. Da muss man quasi Blei drumherum bauen. Und um das Blei drumherum muss man hier dieses komische unzerstörbare Zement bauen. Und dann in der Mitte halt Wasser und dann dieser komische eigentliche Urankern. Und wenn man den halt quasi dann gebaut hat und aktiviert hat, also aktivieren kann man den nur, wenn man das halt so genau so baut, wie ich es hier gebaut habe. Und wenn man das dann aktiviert, dann ist er quasi, gilt er auch als aktiv. Und wenn er als aktiv gilt und man dann das Gehäuse wieder aufmacht, dann schmilzt quasi der Kern. Das Wasser, was da drin ist, wird grün und läuft überall raus. Und setzt alles in Brand und die gesamte Gegend hier ist radioaktiv verseucht. Das heißt, sobald ein Spieler in der Nähe ist, ich weiß nicht mehr wie viele Blöcke, aber weit über 20 Blöcke, sobald ein Spieler auch irgendwo in die Nähe von diesem Gebiet hier kommt, wird er direkt, also das, was hier jetzt gerade bei mir passiert ist, wo ich hier reingegangen bin, diesen Schaden, der kommt dann schon, wenn man auch von weiter weg nah rangeht. Genau. Und je näher man kommt, desto stärker wird dann der Schaden. Das heißt, wenn man dann bereits auf der Nähe hier ist, so, da kann man schon gar nicht mehr rangehen, weil dann hat man so viel Schaden, dass man innerhalb von einer Sekunde komplett stirbt. Und ja, das ist heftig. Deswegen sind so Atomkraftwerke, wie auch im echten Leben, ein bisschen gefährlich. Also nichts für kleine Kinder unter 6 Jahren. Genau. Deswegen hier auch schon dieses. Deswegen habe ich auch erst hier komplett aus Stahl gebaut, weil es quasi ne explosionssicher und sowas, ne, kennt man ja, muss ja gut sein. Ja. Das hier habe ich überlegt, ob ich das Ganze sowieso erst aus Beton baue, aber dachte ich mir, dann wollte ich hier unten schon als Fundament überall Beton habe, habe ich hier dann halt auch mit Stahl angefangen. Und deswegen ist jetzt quasi alles Stahl. Ist doch nicht so schlimm, sieht halt ultra geil aus. Es sieht halt aus wie Industrie 4.0. Oh, ich habe noch Flugmodus an. Ja. Tududum. So. Und wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann gehe ich auch mal hier in die Mitte. Mit die Titte. Und dann setze ich mal hier einen Home-Punkt. Home von Walker. Okay, ist in Ordnung. So. Fest. Ach so, ja, das war natürlich klar. Set Home Walker. Was machen Sie da draußen? So, jetzt brauchen wir, wenn ich irgendwas baue, können wir gleich direkt mal hier hin und müssen nicht mal vom Spawn aus hier hinlaufen. Genau. Ja, das so zu dem, was ich quasi so offscreen als Walker gebaut habe. Mein erstes richtig großes Technikprojekt. Ja.
Nein, nicht Hauptmenü, sondern Home. So. Jetzt wollen wir aber mal bei uns hier weitermachen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir überhaupt waren, was wir machen wollten. Wir hatten irgendwas da hinten gebaut, das mit der Falltür, und mit der Falltür waren wir, glaube ich, auch fertig. Das heißt, da müssen wir jetzt einen Keller ausbauen, damit das Ganze auch einen Sinn bekommt. Genau. So. Für Keller bauen brauchen wir auf jeden Fall mal hiervon ein bisschen was. Wobei, das wird bei weitem nicht reichen. Andererseits, wir haben ein bisschen Cleanstone dabei. Ach, ich würde halt doch gerne mal wieder bei meinem Hotel das Dach weiterbauen. Vielleicht machen wir erstmal das. Ich räume erstmal zuallererst mal mein Inventar hier auf. Das ist ja hier komplett voll. Nein, nein, halt, du kommst erstmal hier. Du wirst normalisiert. So. Ja. Weg, weg. Was ist hier los? Weg. 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 Weg, weg. Weg. Du kannst da rein, genauso wie die ganze Scheiße hier. So, dann haben wir hier noch mehr Kacke. Ach, da hat man sogar schon welche. Ach ja, klar, ist ja. Ja, alles gut. Die haben wir nicht gebaut, sondern die haben wir hinten ja abgebaut. Bei unser wunderschönes Lager. Mit die Lager und das Lager hat noch. So. Genau. Genau. So, und dann gucken wir erstmal, überlegen wir erstmal, was wir jetzt hier überhaupt so überlegenerweise überlegen sollten. Wir brauchen auf jeden Fall rotes Ziegelmaterial. Haben wir alles ins Lager gebracht, ne? Ja, das ist hier bloß noch dieses Wüstensteinblock. Damit können wir nichts machen, nichts anfangen, nichts irgendwie sinnvoll, ne? Das heißt, wir brauchen erstmal das gesamte Material from the Lager. Schon wieder alles gewachsen hier. Na gut. Ich meine, hier ist es ja so normal. Hier die Küste ist ja immer das, wo das Problem ist, mit dem, dass es ewig braucht zum Wachsen. Aber gut, ist ja kein Problem. Wir haben ja bei uns in meinem Haus, ne, da haben wir ja wieder alles. Und da ist auch schon wieder alles groß. Da haben wir alles gepflanzt. Und das Einzige, was wir halt exklusiv hier haben, ist halt dieses Kaktus-Gedöns. Und das brauchen wir sowieso nicht mehr. Da haben wir schon mehr als genug von. Von daher. So, genau, diesen roten Stein, den brauchen wir. Da haben wir 500 von. Ich glaube, ich nehme auch noch ein bisschen Rohmaterial mit und schmelze das gleich mal ein. Ich nehme mal 4 Stacks mit. So. Dann noch hiervon. 4 Stacks. 5 Stacks. Und dann geht's los. Vielleicht reicht auch schon 5 Stacks. Ich schmeiß die anderen 4 trotzdem in die Öfen rein. Und dann gucken wir mal, ob die Öfen es schaffen, alle 4 gleichzeitig zu arbeiten, oder ob das komplett unsere Anlage lahmlegt. Unten. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Reserven wir unten haben. Powertechnisch gesehen. So, sind die Öfen eigentlich leer? Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön und sehr schön. So, wie viel haben wir denn? 1200, holy fuck. Oh ja, die gehen relativ schnell, ja. Das ist aber heftig, scheiße. Puh, ja, das ist, ja. Ja, das, ja, ist, ja. Ich glaube, wir bauen uns mal hier fürs Let's Play aus ein Atomkraftwerk. Bitte nicht, nein. Wenn das irgendjemand in den Kommentaren fordert, erschlage ich denjenigen. Ich meine, so ein Atomkraftwerk hat halt schon geile... Ne, das Ding hat halt gleich mit einmal 100 Kilowatt, Kilo EU. Ne, also hier dieses komische EU, was hinten ist. Da haben wir ja gerade mal 720. Das heißt nicht mal ein Kilo EU.
Und so ein Atomkraftwerk bietet halt gleich mal 1000, nee, 100.000 Kilo EU. Also eine Viertel, was laber ich? Ein Zehntel, eine Zehntel, was? Ein Zehntel Millionen, sagt man das so? Egal, auf jeden Fall, von dem, was wir haben, mehr als das Hundertfache. Weit mehr als das Hundertfache von dem, was wir bereits hier. Gut, wir haben ja auch gerade hier so ein kleines Wasserdings, ne? Ist ja ehrlich gesagt ein Witz, was wir hier haben an Energiegewinnung. Oh, ich sehe gerade, der eine hier ist falsch orientiert. Guck mal, die Striche gehen alle quer. Die hinten da auch, aber der hier, der ist längs. Was denn da passiert? Da muss ich mal nochmal nachbessern. Bei Gelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Also für einen Durchgang der Öfen reicht das auf jeden Fall aus und das ist alles, was es braucht. Von daher kann man schon sagen, es reicht so eigentlich aus. Ne? Wenn die einmal fertig sind, sind die Batterien auch immer noch ein bisschen geladen. Das heißt, es reicht aus und sobald die fertig sind, können die Batterien dann ja wieder aufladen. Von daher, ich glaube mal, das reicht so. Das haben wir relativ gut ausbalanciert hier mit den ganzen Kack-Gekack. Ja, genau. Hallo, die Waldfee. Massenproduktion braucht schon ordentlich Strom, ne? Und gleich sehen wir, wie die wieder anfangen zu laden. Pupp, der erste aus, der zweite aus, dritte aus und vierte aus. Und schon bekommen die wieder Strom. Yay. So, egal. Wir haben unsere Steine. Sehr schön. Und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann mal zum Dach. Beziehungsweise reparieren vorher hier unten dieses Missgeschick. Ja, aber wie gesagt, das in der nächsten Folge. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Ne? Bis dann.